und gerade auch im Blick auf die große humanitäre Verantwortung, die Jordanien trägt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sehr, sehr viele palästinensische Flüchtlinge da sind, dazu durch die regionalen Konflikte auch syrische Flüchtlinge und andere. Das heißt, Jordanien leistet hier Außergewöhnliches in einer Region, die natürlich von Konflikten sehr umstellt ist, muss man sagen. Wir haben natürlich über den Nahostfriedensprozess gesprochen und Deutschland steht eindeutig zu der Zwei-Staaten-Lösung. Das ist für uns die Voraussetzung für ein friedliches Miteinander eines jüdischen Staates Israel und eines Staates der Palästinenser. Und wir dürfen auch trotz schwieriger Rahmenbedingungen nicht nachlassen, an diesem Ziel zu arbeiten. Das ist nicht nur für Millionen von Menschen von großer Bedeutung, sondern es ist natürlich auch von großer Bedeutung für die Stabilität der gesamten Region. Wir haben natürlich über die Lage in Syrien gesprochen. Wir waren uns einig, dass wir hier vor allen Dingen jetzt einen politischen Prozess brauchen. Es sieht so aus, als ob wir sehr nahe daran sind, dass ein Verfassungskomitee jetzt gebildet werden kann. Unter der Führung der Vereinten Nationen muss dann ein Prozess begonnen werden, der eine politische Umgebung schafft, in der auch die Rückkehr von Flüchtlingen möglich ist. Gerade in der Region Libanon, Jordanien, aber auch in der Türkei ist das natürlich von allergrößter Bedeutung. Und wir haben natürlich auch über die Situation im Iran gesprochen. Ich habe dargelegt, dass wir von europäischer Seite ja glauben, dass das Abkommen zur nichtnuklearen Bewaffnung des Iran ein Baustein ist, bei dem wir, zu dem wir zurückkehren sollten. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Belastungen, die vom Iran ausgehen, das ballistische Raketenprogramm, aber auch das Engagement in Syrien. Und insofern gibt es hier sehr viel auch natürlich zu besprechen. Wir bevorzugen einen diplomatischen Prozess, versuchen den auch voranzutreiben. Aber natürlich sind gerade in den letzten Tagen die Spannungen natürlich in der Region noch einmal angewachsen. Und insofern wird Deutschland immer auf der Seite der Deeskalation stehen und sehr deutlich machen, dass langfristige Lösungen nur politisch möglich sind. Insgesamt hatten wir also ein sehr interessantes und von freundschaftlichen Kontakten geprägtes Gespräch. Herzlichen Dank, Majestät, dass Sie zu uns gekommen sind. Und wir werden in vielen Fragen der Sicherheit, aber auch der wirtschaftlichen Kooperation und der Kooperation in der Region weiter miteinander eng zusammenarbeiten. Madam Chancellor, thank you very much for, Frau Bundeskanzlerin, herzlichen Dank. Wie immer war es eine sehr herzliche Gastfreundschaft, die uns hier durch Sie und durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bereitet wurde. Und ich kann nur sagen, wir haben uns ja schon oft auf internationaler Bühne getroffen. Sie haben uns immer sehr nachdrücklich unterstützt, nicht nur uns in Jordanien, sondern auch uns in der Region. Und vor kurzem konnten wir ja auch die Verteidigungsministerin in Jordanien begrüßen. Das, denke ich, unterstreicht ja die sehr wichtigen Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern, vor allen Dingen, wenn wir uns die Sicherheitsherausforderungen in der Region, aber auch insgesamt ansehen. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Rolle, die die Bundesrepublik bei uns in der Region spielt. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, in denen Deutschland uns in den letzten Jahren geholfen hat, uns in Jordanien. Wir haben jetzt den 60. Jahrestag der Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung zwischen Deutschland und Jordanien und wir freuen uns auf weitere Jahre zum gemeinsamen Nutzen, weitere Jahre der Zusammenarbeit. Wir sind den Deutschen und der Bundesrepublik auch sehr dankbar dafür, dass sie uns auf vielfältige Weise versucht haben, wirtschaftlich zu helfen, auch den Herausforderungen durch die Flüchtlinge zu begegnen. Und ich darf hier bei der Gelegenheit der Bundeskanzlerin, aber auch dem deutschen Volk sehr herzlich danken dafür, dass Sie immer an unserer Seite gestanden haben, auch immer Verständnis aufgebracht haben für die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Es war eine wunderbare Gelegenheit, uns auszutauschen und natürlich auch, wie immer, große Übereinstimmung zu finden zu den vielen Herausforderungen und Problemen, denen wir uns gegenüber sehen. Wir haben auch gesprochen, und das hat die Bundeskanzlerin ja schon erwähnt, das israelisch-palästinensische Thema besprochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und sicherlich der größte
größte Konflikt bei uns in der Region. Wir machen uns große Sorgen, dass jede Form der Eskalation, die sozusagen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen beiden Seiten verhindert, nur weitere Belastungen für die Zukunft darstellt. Und ich hoffe, dass die Vernunft sich durchsetzt. Und auch hier ist es so, dass die Bundesrepublik und Jordanien gemeinsam die Zukunft sehen auf gemeinsame Weite. Sie wissen, dass wir Hüter der islamischen und christlichen Städten, heiligen Städten sind in Jerusalem. Diese Verantwortung nehmen wir wahr für die Christen und für die Muslime. Und wir sind der Ansicht, dass es wichtig ist, dass es unsere historische oder religiöse Verpflichtung ist, dass wir die Zukunft dieser heiligen Stadt bewahren. Und ich darf bei der Gelegenheit auch noch einmal der Bundesrepublik herzlich danken dafür, dass sie uns immer unterstützt hat in dieser Rolle. Und ich danke Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, für dieses wunderbare Treffen heute. Ich weiß immer zu schätzen, wie gut und nachdrücklich wir von Ihnen unterstützt werden und von Ihrem Land. How is Jordan moving forward now after you? Wie kann Jordanien Fortschritte machen, nun da sie doch so große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund dieser regionalen Instabilität? Majestät, wie sehen Sie die weitere Ausrichtung in der Wirtschaft? Und Frau Bundeskanzlerin, wie haben Sie reagiert auf die Stellungnahme und die Zusicherungen, die der israelische Premierminister gemacht hat angesichts der Annektierung des Jordantales und der Inkorporierung der Westbank? Also meine Antwort wäre, dass ja Jordanien doch ein sehr vernünftiges finanzpolitisches Programm aufgelegt hat, gemeinsam mit dem IWF und der Weltbank. Wir haben da, denke ich, sehr gute Fortschritte erzielen können. Wir haben ja unser Wirtschaftsreformprogramm für die nächsten Jahre mit klaren Zielen versehen und wollen das auch weitermachen. Wir haben sehr gute, eine junge, talentierte, fähige Bevölkerung. Wir wollen im Bereich des Gesundheitswesens, der neuen Technologien weiter voranschreiten. Das sind Stärken, die Jordanien hat. Und von den 100 Start-ups, die es im letzten Jahr gegeben hat, kann man sagen, 27 von denen sind in Jordanien entstanden. Also das heißt, die Dinge gehen in die richtige Richtung. Wir führen uns diesem nachhaltigen Haushaltsprogramm und Finanzprogramm verpflichtet. Wir wollen diesen Prozess in den nächsten 2 Jahren auch verbessern. Aber das wäre natürlich nicht so erfolgreich. Wir könnten nicht so erfolgreich sein, wären wir nicht so nachdrücklich auch zum Beispiel von Deutschland unterstützt worden und natürlich auch sehr nachdrücklich von der EU unterstützt worden, um diese Belastungen zu überwinden, die wir natürlich haben, aufgrund der Spannung in der Region, aber auch der Flüchtlingskrise. Deswegen noch einmal dürfen wir Deutschland und auch der EU sehr herzlich für diese Unterstützung danken. Ja, die Bundesregierung steht, das habe ich ja auch schon gesagt, zu einer international verhandelten Friedenslösung im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung für die Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Und Annexionen sind einer solchen Friedenslösung immer abträglich. Sie helfen nicht und deshalb sind wir damit nicht einverstanden mit diesen Ankündigungen. Frau Bundeskanzlerin, angesichts der derzeitigen Lage in Saudi-Arabien, sind Sie für eine Verlängerung des Waffenembargos oder eine teilweise Aufhebung, wie das ja einige Unionspolitiker fordern? Und sehen Sie auch den Iran hinter den Angriffen, die es jetzt in Saudi-Arabien auf die Ölanlagen gegeben hat? Und eine Frage an den König, Eure Exzellenz. Wären Sie dafür, dass, wenn es zu einer Annexion im Westjordanland durch Israel kommen sollte, dass es dann auch internationale Sanktionen gegen Israel geben sollte, so wie es die auch gegen Russland gab? Also ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung. Unsere Haltung war ja durch den Jemen-Konflikt im Blick auf die Politik der Rüstungsexporte in Richtung Saudi-Arabien geprägt. Und ich finde, durch die Ereignisse zeigt sich noch einmal dringlicher, dass wir alles daran setzen müssen, eine diplomatische Lösung für den Jemen-Konflikt zu finden, auch wenn es im Augenblick sehr schwierig aussieht. Aber man muss es immer und immer wieder versuchen. Und was jetzt den genauen Hergang der Angriffe auf Saudi-Arabien, die natürlich verurteilenswert sind, belangt, so warten wir die Erkenntnisse der Beteiligten ab. Da kann ich kein abschließendes Bild sehen, aber es ist natürlich alles in den großen Zusammenhang doch der sehr angespannten Lage in der Region einzuordnen. Dankeschön.
Ich mache mir große Sorgen, was die Stellungnahmen angeht, zu einer möglichen Annexion der Westbank. Das wird auf jeden Fall eine direkte Auswirkung haben auf die Beziehungen zwischen Israel und Jordanien und Israel und Ägypten. Das hilft in gar keiner Weise, eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Israelis und die Palästinenser am Tisch zusammenkommen. Und ich denke, das wäre ein Desaster für irgendeinen Fortschritt im Bereich der Zwei-Staaten-Lösung. Wir sehen das mit überaus großer Sorge in Jordanien, denn das ist auf gar keinen Fall eine gute Aussicht für die Israelis und die Palästinenser, an einem Verhandlungstisch zusammenzukommen. Was Saudi-Arabien angeht, so möchte ich sagen, dass wir alle natürlich in der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um zu versuchen, hier an einer Konfliktlösung zu arbeiten. Wir wollen natürlich auf gar keinen Fall diese Büchse der Pandora bei uns öffnen. Natürlich unterstützen wir auch Saudi-Arabien und wir hoffen, dass wir diesen Konflikt überwinden können, so schnell wie möglich. Von jordanischen Standpunkt aus ist es so, dass die Sicherheit und Stabilität Saudi-Arabiens für uns von absoluter Bedeutung ist. Herzlichen Dank. Ja, das war die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem jordanischen König Abdullah II. Wir sind hier nochmal zurück im Studio zusammen mit Marcel Port, Nahostexperte. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie noch bei uns sind. Wie war insgesamt Ihr Eindruck von dieser relativ kurzen Pressekonferenz? Naja, es hat das bestätigt, was wir vorher schon angerissen haben, dass Jordanien, und das hat der König ja auch nochmal unterstrichen, dass Jordanien auf